des Pull-Universum zum Vlog Nummer 38, denn heute ist der 15. Juli 2022. Was wollte ich noch sagen? Es gab schon länger keinen Vlog mehr. Vlog Nummer 37 liegt auch schon fast 14 Tage zurück. Also jetzt filmen wir das erste Mal wieder. Dreimal war ich jetzt auf Bowling spielen, einmal Isa Bowling, dann hatte ich Max Bowling mit Margus und letztes Mal auf der Hollywood Bowling gegen den Philipp und gegen den Thomas. Da war man nicht zu sehen, allerdings geht heute wieder auf die größte Bowlinghalle Europas, auf die Dreamboat Palace mit 52 Bahnen. Da wollte ich nur schnell zeigen, welche 6 Bälle mitkommen werden, beziehungsweise 7. Denn der Dark Hope soll ja heute, bevor wir zu Dreamboat fahren, noch vom Baumeister auf der Hollywood Bowling gebohrt werden. Beim Bowling. Keine Ahnung, Profishop. Genau, wird heute gebohrt nach über 6-7 Wochen, da habe ich ihn ja schon so lange. Genau, zu den 6 Bällen aber erstmal. Purple Hammer statt Pit Black. UC3. Zero, klar. Altered Reality, Reality und Trend 2. Dann würde ich sagen, sehen wir uns später auf der Fahrt, denn wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir beim Bohren noch filmen werden. Mal schauen. Bis später. So, sind wir wieder in der Nähe von der Dreamboat Palace, der größten Bowlinghalle Europas, wie wir wissen. Und wir waren gerade schon beim Profishop zum Bällebohren. Also der Dark Code ist gebohrt worden. Und ich habe dann auch endlich den Ersatz bekommen für den Alpha Jackal. Und zwar hatte er ganz zufälligerweise noch einen Fast Pitch da liegen. Den habe ich natürlich schon, wie wir wissen, aber ich wollte unbedingt noch einen Ersatzball haben, falls dieser mal abgespielt ist oder kaputt gehen sollte. Gab es nichts mehr online im 15 Pfund und dann lag ganz zufälligerweise einer auf dem Boden in seiner Halle. Da habe ich gedacht, den brauche ich. Dann habe ich gemeint, kannst du haben, weil dieser. Er hatte erst einen bestellt für einen Käufer und dieser ist jetzt gestern erst abgesprungen. Dann konnte ich mir den Fast Pitch nehmen. Da hast du dich gefreut wie so ein Honigkuchenpferd. Ja, klar, ich, wie gesagt, es gibt aber, keinen Fast. Aber wie er gegrinst hat, der war so Feuer und Flamme. Ja, also habe ich mir natürlich nicht bohren lassen, sondern den hebe ich mir auf für die Zukunft. Aber ich meine, Jan hat dich auch gefreut, dass du den haben wolltest, gell? Ja, ja? Dann hat er gemeint, willst du den für den kaputten haben? Ich so, ja klar. Ja. Dann hat alles gepasst. Ja, für ihn hat es gepasst, für dich hat es gepasst, ja, okay, gell? Was jetzt hier? Ja, dann müssen wir. Achso, der Pfeil ist ja, der ist ja immer da. Also hier haben sie jetzt aufgerissen. Ja, also wenn der Gegenverkehr kommt, ist schlecht. Ja, das ist echt schlecht. Da musst du hier extrem vorsichtig sein und dann irgendwie ausweichen. Mhm. Wie ist man das? Und ich noch ein ganz besonderes Schmankerl. Ich habe einen Infinity. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Irgendein Physics. Infinity? Ich weiß, ne, schreibt mir anders aus. Achso, da muss ich mal sehen, das Wort. Ja, also ich dachte auch erst immer Infinity, aber ich schreibe nicht Infinity. Infinite? Infinite, genau. Guck mal, die fetten Wälder. Ja, bewegt mal euren Arsch aus dem Weg. Also, hallo. Sie so tun. Oh, ups. Ja, und der Auto wollen wir nicht kaputt machen, mhm. Da. Das Auto hat keine Chance gegen die. Die Wombats. Oh, das ist gemein. Wir sind echt gemein. Die ganzen Open Border, die können sich schleichen. Mhm. Können sie dahinter auf 51, 52 schicken. Okay, dann wird gesagt, dann sehen wir uns oben wieder. 7 Bälle sind dabei. Mhm. Also ohne Räumball. Ansonsten kein Räumball. Moment, noch einmal 6, 8 insgesamt. Also wir sehen dann auf jeden Fall 7 Spieler dann oben auf der Bahn. Hä, 8? Wie geht das? Du hast doch bloß 6. 6 und 2. 2. Ach, beide, die du jetzt gebohrt hast. Wie willst du die alle hochschleppen? Ja, das geht schon. Wir sehen uns oben auf der Bahn wieder beim Aufwärmen. Gut. Bis gleich. Ja. So, jetzt da sind doch die gebohrten Bälle von heute. Wie schreibt man das? Infinite Physics, oder? Infinite. Infinite, was heißt das? Infinite Physics. Was heißt das? Ja, das ist von dem, von dem Wort Infinity. Also unendlich. Ja, unendlich. So würde ich das jetzt denken. Ich meine, ich kann es nochmal nachgoogeln, aber ich bin mir ziemlich sicher, so ist es. Okay, unendliche Physik. Ich werde erstmal die anderen Bälle auspacken, die dann später erst, wenn ich warm bin. Die Jungfernwürfel. Hm. Wir erinnern uns ja vielleicht letztes Jahr, das erste Spiel mit Darko 299. War das ja? Ich kann mich an sowas nicht erinnern, weil du bist derjenige, der das nee, Spiel das weiß. Das erste Spiel auf dem Dreamboy. Ich habe einmal so das allererste Mal auf dem Max Bowling, aber nicht so richtig hier. Auspacken. War das da, wo ich dann danach gesagt habe, ich dachte, ich will mal 299 sehen? Nee, das war da, wo ich nach der Booster-Info. Wo es mir so schlecht ging. Was wir noch drin Gepäck haben. Ich habe heute kein Pitchblank dafür Purple Hammer. Weil der Barrett den Purple Hammer so viel benutzt hatte hier? Nicht deswegen, allgemein. Er hätte ja sein können, weil du gesehen hast, der läuft ganz gut hier, oder? Ja gut, er ist ein guter Spieler.
nee, müsste schon passen. Also. Muss man abwarten. Ja, kreist die Hüfte. Ja klar, von den Bandscheiben. Ja, bei ihm, am Mittwoch haben wir auf der Hollywood-Polemie gesagt, da waren wir zu dritt. Wurde ich letzter Platz mit 201 Schnitt und die anderen 210 und 225. Ja, die haben echt super da gespielt, gell? Also, die haben die richtige Konkurrenz gegeben, du. Ja, ich hatte keine Chance, weil ich am Anfang nicht so schlecht war. Zum Schluss ging es dann eigentlich. Hatte ich auch ein paar 220er Spiele. Da habe ich noch, wie gesagt, noch die 200er Schnitt erreicht nach 8 Spielen. Aber letztendlich hatte ich keine Chance. Ich weiß nicht, wenn er vielleicht länger gespielt hätte, vielleicht hättest du noch aufgeholt. Ja, dann vielleicht. Also, aber damals hätten wir 250 Minuten. Ja, der hat echt, der hat da was Gutes hingelegt. Also jetzt ist eigentlich... Jetzt ist mir aber die Puste ausgegangen. Ach so, das hab ich gleich gehört. Immer wenn ich den ersten Wupp habe, macht irgendwie immer einen Broken Track. Da hat er gesehen, ich würde voll irgendwie gerutscht machen. Nicht die rutschigste Sohle drauf ab. Das war die Aftersohle von Aloha, aber nicht die von Brunson. Schauen wir mal, wie die Szene heute läuft. Weil die Welle kommt nicht. Siehst du die irgendwo? Nein, ich muss hier wieder die Kanal drücken. Jedes Mal irgendwie hier. Kannst du mal schnell Pause machen und vorne Bescheid geben? Gut, Pause. So, eine halbe Ewigkeit später, jetzt geht's weiter. Aber Bälle schienen okay zu sein. Schade. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder. Eigentlich mache ich gleich erstmal so, um richtig warm zu werden. Ja. Und dann sehen wir uns mit dem ersten Ball wieder. Bis gleich. So, eigentlich habe ich noch so gemacht, 217. Soll ich hochgehen? Ja, natürlich. Ja. Immer wo nicht dahin zeige, dann immer hochfilmen. Da wird man mal. Das wolltest du inzwischen wissen. Entschuldigung. Den Start mache ich mit dem Reality, den einzigen Solid Ball, den ich heute mitnehme. Willst du noch was haben? Ja.
60. Ja. So, nach dem Relic hier ein schlechtes Spiel, obwohl es davor gut lief mit 217. Naja, jetzt hat Ultra Quality. UC3. Ich muss besser laufen. Also 160 und 164 ist natürlich klar. Nummer 4 mit Pappelhammer.
Gibt es den Trend 2, dann gibt es die Aircode Infinite 36. Bis gleich. So, Schlag auf Schlag geht's weiter. Es kommt schon das siebte Spiel und ich habe gerade mal 15 Minuten gespielt. Trend 2. Gesehen bei Block Nummer, keine Ahnung, 33, 34. Haben wir gesehen, wie ich den ersetzt bekommen habe, den Darkboard. Und heute wurde gebaut. Schauen, wie lange dieser halten wird. Layout etwas anders, glaube ich.
Wir erinnern uns beim letzten Mal im letzten Jahr kurz vor Weihnachten. Oh nein, 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 mitten da kommt. Ja. Der macht deutlich weniger als der Brenner. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist der Brenner an der Stadt? Direkt durch die Mitte geworfen. Aber warum auch immer macht er so wenig? Die anderen Bälle haben keine Kratzer bekommen und der Neue natürlich der Mittenkratzer begrüßt. Naja, solange es nur so ein kleiner, dünner Kratzer ist, gilt er noch. Genau 200 noch. Eieiei. So, Spiel Nummer 7. Infinite Physics. Hoffentlich ist der ein bisschen stärker als der Dark Code. Also ich hoffe, dass er ein bisschen mehr macht. Also der Trend 2 hat mir schon am besten gefallen. Doch, doch. So. Was riecht denn der? Sapphire? Nee. Ich habe keine Ahnung, ich dachte, es steht immer drauf. Anscheinend steht es jetzt nicht mehr drauf. Doch, nee. Egal, scheiß drauf. Fragrance must recent. Steht es? Da steht Fragrance must recent. Ah. Also ein mysteriöser Geruch. Ja, so riecht's auch. Also die haben es halt nicht festgelegt, einfach irgendwas raufgeklatscht. Wahrscheinlich hat irgendwas rangepupst. Genau. Also das ist der erste Ball mit 4K Fast. Aufgerissen. Ah, toll. Dreier-Anbur, war auch nicht schlecht. Das habe ich ja schon ewig nicht gesehen.
Schritt. Ja. Das ist besser gewesen. 5,7 das Schritt. Würfe machen und zu sehen, wie er läuft, und wir sehen uns dann erst ganz zum Schluss wieder zum Endergebnis. Ja, ja, nee, war ein guter Wurf. Aber jetzt das Ergebnis nicht so gut ist, 183 plus. Aber ich bin zufrieden mit dem letzten Wurf mit den Infinite Physics. So, was habe ich jetzt für einen Schnitt aus? Wie viel habe ich jetzt? 8. 17,39. Hier. Moment. 17,39 durch 9. 9 habe ich. 193 habe ich. 193,2. Naja, dann sehen wir uns später erst wieder zum Meer. Da gibt es wieder. Bis gleich. So, 14. Spiel jetzt. Also ich bin schon im 14. komplett. 10 Frame schon. 50 Minuten ungefähr verbleiben, aber schaut euch die Sekunde jetzt an. Und zum Schluss läuft es wieder ein bisschen besser. Davor hatte ich Trend 2. War ein gutes Spiel. Jetzt bin ich mit UC3. Jetzt kann ich das beste Spiel machen am heutigen Tag. Das ist aber wirklich Schluss. So, einfach habe ich noch frei. Jetzt habe ich 2,37, kann auf 2,47 machen. Das beste Spiel des heutigen Tags im Abstand. So gut war ich heute nicht. Bei 22er waren schon dabei, aber ging so. Ich war zwischenzeitlich nach dem Filmdreh, ging gar nicht mehr, ich sogar 150, 160 Spiele dabei. Deswegen ist das mir doch wieder schlecht, aber nach dem Spiel ist einfach 190. So, jetzt kann es so schwimmen. Spiele habe ich, jetzt glaube ich 2648, 84, 2 durch 14, 191,7. Ja, ja, kann ich zufrieden sein nach dem Verlauf teilweise. Da war eigentlich Spiele dabei wie 150 und so weiter. Aus dem Grund kann ich zufrieden sein. Nach 46 Minuten bleibt man noch verblieben, aber jetzt fahren wir erstmal nach Dasing zum Bogen schießen. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Und dann erstmal die Wunde desinfizieren und hast du ein Pflaster dabei? Wahrscheinlich nicht. Meinst du flüssige Pflaster drauf? Das können wir noch mal sehen im Blog, wie ich mein flüssiges Pflaster drauf mache. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen von hier. Es gibt ja auch 1,5 Liter Wasserbehälter für 8,70 € oder was war das? Ja. Aber das Ganze ist eigentlich das Beste, was man Preis-Leistung. Ah, nichts ist verschenkt. Da wirst du wieder pissen wie so ein Weltmeister. Ich gehe gleich pissen. Nein, noch nicht. Oh, die Wunde, ey. Hat man die vorhin richtig gesehen? Ich glaube schon, ja. Ja, ich werde es dann gleich nochmal waschen und dann... Bis gleich. So. Skin Patch. Flüssiges Pflaster, es brennt wie Sau, es wird wie Sau brennen, aber es muss sein. Denn am Sonntag, übermorgen schon wieder, geht es auf die Max Munich Bowling nach Brunnthal. Aber dieser Hautfetz muss eigentlich weg, da kann es besser heilen. Ja, dann musst du da abreißen. Ja, nicht jetzt, ich schneide es mit der Schere später weg. Abreißen, nein, 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 reiß es ab. Oh. Schauen wir mal. Hui, brennt ganz schön. Ja,
dann sehen wir uns schnell im Auto, dann gibt es ein Fazit zu den Bällen, zu den neuen. Und dann sehen wir uns erst wieder in Dating. Nein, nur bei mir. Nur ein Schuss oder so von mir wieder. Ja, aber mit deinem kaputten Finger, das reißt dann wieder auf. Ein Schuss geht schon. Bis dann. Da kommt er. Geht er hin? Hä? Wo ist er nur hin? Hä? Wo ist er hin? Ah, da. Die haben hier kein Alumi. Scheiße. Alles ja, runter. Und jetzt habe ich den Ketchup habe ich jetzt im Auto im Rucksack gelassen. Und Salz. Muss ich's holen? Also Ketchup bräuchte ich schon. Ja, weil ich habe es jetzt den Rucksack auch drin gelassen. Ich habe extra gesagt, hol nämlich nur die Kamera mit, gell? Ja, aber Ketchup sollte eigentlich logisch sein. Und hier sind die ungefähr mal ein paar Euro teurer nochmal. Weil es hier irgendwo. Es gibt so Raststätten, wie ein Pfaffenhofen, weiß ich noch. Aber ist auch viel teurer. Mhm, und leider nur ein Veggie King anstatt den Halloumi. Der Vorschnitt ist mein Ketchup, ne? Gut. So, schauen wir mal. Vegane Mayonnaise war übrigens auch aus. Aber du hast ja so ein... Ja, Süß-Sauersoße. Aber ist auch vegan. Ja, hat er gesagt, weil er gemeint hat, das ist auch vegan. Okay, dann nehme ich das. Barbecue wäre auch vegan gewesen, aber ich wollte eigentlich die leckere... Kloß gibt's da drinnen, gell? Weiß ich nicht. Also, soll ich hier draußen in der Ecke pullern? Weil ich wollte schon gerne noch mal pullern gehen, bevor wir dann da weiterfahren. Ja. Ich wollte. Ja, ich auch. Ja, ich habe gesagt, ohne Tomate. Man riecht aber. Ohne Tomate, trotzdem mit Tomate. Also, ich kann es nicht sehen. Ja, weil die das meistens gar nicht weitergeben. Da war irgendwas beim Knie. Ja, Dumbo. Nein, du musst ganz vorne. Was machst denn du da? Bleib mal hier jetzt. Dumbo, bitte. Bleib. Dumbo, bleib mal. Bleib mal da. Gemüseburger da drin. So, schauen wir mal, wie die Zwiebelringe schmecken. Sie sehen nicht sehr gut aus, sage ich mal ganz ehrlich. Die sahen so wie letztes Mal aus, als ich im Pasing da war. Die in der sehen Bodenseestraße. Halt sehr dunkel und sehr trocken aus. Weil nach dem, am letzten Sonntag waren wir im Pasing, Bodenseestraße, Kurt Schutz besuchen. Da habe ich auch welche, die sahen auch ungefähr so aus. Aber ich weiß nicht, warum es hier so teuer ist. Pfaffenhofen ist auch teurer, die machen irgendwie andere Preise. Ich weiß es auch nicht, ob die das dürfen. Ich dachte immer, wenn es die gleiche Chain ist, dann muss man von den Preisen gleich sein. Ach, das ist nicht. Hätte ich jetzt und gedacht. Haben gesagt, nein, die haben allgemein keinen Halloumi King. Keine Ahnung, ist das Franchise? Ist das vielleicht ein privater Burger King und die dürfen da was ändern? Ich weiß es nicht. Einfach. So, Fazit zu den Zwiebelringen. Das sind nicht die besten Zwiebelringe, aber auch nicht die schlechtesten Zwiebelringe. Oh mein Gott. Das ist ja im letzten Mal auch schon rausgehauen. Mein Gott, so ein Running Gag. Du verstehst das nicht. Nee. Darf man doch wohl machen. Na okay, Mann darf. Frau nicht. Hm. So, guten Hunger. Hast du ja eh immer. Oh, lecker. Voll auf der Ich glaube, das ist drauf. Das werden wir dann zu Hause sehen, aber in dem Alter. Solche Zeitlupe. Ja. Da war nichts drin. Da. Saftlagen, ja. Ich habe dich gehört, wie du gesagt hast. Ich habe vorhin versucht zu filmen, aber du warst so weit weg. Aber du siehst es, ich habe nur ein paar Sekunden was dazu gesagt. Kannst ja ich denn. Wollte noch was zu den Bällen sagen. Den Infinite Physics. Immer den richtigen Rasierer hernehmen. Was? Nein, die Bowlingbälle. Es ist mein Gag. Ja, ich weiß. So. Jetzt hat. Und zwar nach dem Video, also nach den Aufnahmen, habe ich ja nochmal versucht zu werfen. Es ging gar nichts. Nix. Deswegen habe ich ihn gleich wieder weggepackt. Also ich hoffe, dass es vielleicht einfach nur an der Ölung liegt. Das ist einfach nichts. Obwohl ich dachte, weil er so stark ist, müsste eigentlich genau für die Dreamer passen. Aber war nicht so gut. Also Trend 2 war heute gut. UC3. Der Rest kann ich eigentlich nicht so richtig einschätzen. Problem war vielleicht auch noch so ein bisschen. Der Rest war jetzt nicht so gut. Also die Reality, selbst der Ultra Reality hat heute gar nichts gemacht, was ich wollte. Naja, ich würde sagen, wer essen jetzt auf? Du. Na wir sind ja alle. Ja, ich esse nicht. Die ganze Gemeinde hier. Wir sind ja alle zusammen. Das ganze Bowling-Universum isst mit. Sag mal, es schlingt nicht so. Du verschluckst ja echt noch. Also hier. Mach mehr Salz.
Mund zu Mund hier mit, ja. Mit der Maul voll mit Burger habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Also der Vlog ist noch nicht beendet. Wie gesagt, wir sehen uns dann auf dem Bogenschießparcours in Dasing. Es ist nicht mehr in Dasing, keine Ahnung. Aber ich liebe es. Dann am nächsten Vlog, am Sonntag, geht es wieder auf die Max Manipulation, wie erwähnt, gegen Margus. Da wird auch wieder geblockt. Genau, da filme ich dann wieder. Ich hoffe, dass es dann wieder besser laufen wird, weil letzte Woche lief es jetzt gar nicht mal so schlecht, sag ich mal. Da hatte ich einen Schock dabei, etc. pp. Also ich glaube, dem Margus gefällt es auch. Was denn? Da mit dir zu spielen und ihm stört es auch nicht mit dem Filmen. Nee. Nö, ich glaube, er mag das auch gerne. Ja. Kann sein, dass er vielleicht einer ist, der sich das anschaut. Ich glaube nicht, ich habe nicht mal gesagt, dass wir... Schaut mal, wer uns besucht hat. Aber jetzt hat Erwin alles so verputzt und nicht mal ein Krümelchen für das Vögelchen übrig. Nein, nur Tomate. Ui, ui. Eine Zwiebel. Und Dumbo ist gleich auf meinem Schoß, ist der gleich gesprungen. Warum? Weil er unbedingt zu dem Vogel hin will. Er wollte unbedingt dahin. Vielleicht ist es der Vogel vom letzten Mal, den Thomas angefangen hat. Na, das glaube ich nicht. So, jetzt versucht er mal hier hinten seinem Glück, bevor wir rausgehen. Irgendwann holt er sich dann auch mal seinen eigenen Bogen und Pfeiler. Das war's mit Vlog Nummer 38, würde ich sagen, von meiner Stelle aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.